Als Vorbereitung auf unsere nächste Challenge, in der ich ja mich um den männlichen Teil des Projektes kümmere, indem ich euch Inspirationen gebe für den Vatertag, habe ich gedacht, ich mache heute mal ein Video mit grundsätzlichen Tipps, die ich euch an die Hand mitgeben kann für maskuline Karten. Ich weiß, es ist nicht immer einfach, Männerkarten zu gestalten, weil das, ja, wir als Frauen, wir möchten ja gerne Verspieltes und Verträumtes und viel Stress und was auch immer noch unterbringen. Aber das ist halt für die Männer too much. Und ich habe mir gedacht, ich mache euch jetzt ein Video mit 5 Tipps, die ihr nutzen könnt und die euch vielleicht helfen, Männerkarten einfacher zu gestalten. Und wir beginnen gleich mit dem Tipp für die Farben. Also da möchte ich euch mit an die Hand geben, dass ihr eher auf gedeckte Farben zurückgreift. Vielleicht Blautöne, Grüntöne, Brauntöne. Oder verschiedene Grauabstufungen. Ich habe da auch gleich mal einen Sneak Peek für die Challenge und habe eines der Projekte als Muster genommen und das zeige ich euch jetzt mal. Und ihr habt ja gewählt, welches Farbkonzept euch gefällt und ihr seht, wir haben hier Aquamarin, ein Sahara als Neutralfarbe, dann ein Bermuda Blau. Und ein Marine, also das sind alles Abstufungen von Blau und hier eine Neutralfarbe dazwischen und zum Aufhellen gab es noch ein Safrangelb. Also alles männliche Töne, die man natürlich auch nutzen kann. Als zweites könnt ihr euch an Formen orientieren. Also nutzt geometrische Formen, Dreiecke, Sechsecke, Quadrate, Rechtecke, Kreise, die ihr mit einbindet. Habe ich hier auch gemacht. Also hier ein Kreis. Oder dann hier einfach nur die Streifen an Papier. Alles sind alles geometrische Formen. Dann vom Stil her solltet ihr ziemlich clean bleiben. Das heißt, nutzt ein klares Design ohne viel Schnickschnack. Das behaltet ihr den weiblichen Karten vor. Bei den Männern müsst ihr sehr klar bleiben, also clean and simple. Das heißt auch, wenn ihr jetzt mit so Farbabstufungen arbeitet, müsst ihr im Gegenteil dazu auch viel Weiß mit einarbeiten, damit das harmonische Gleichgewicht erhalten bleibt. Anstatt Bändern nutzt vielleicht eher Kordeln und anstatt Strass nehmt doch einfach Lackakzente und haltet euch zurück mit irgendwelchen Dekorationen und Embellishments. Als vierten Tipp kann ich euch noch einen Tipp für die Materialien mitgeben. Da könnt ihr Papier mit Holzstruktur nutzen oder Papier mit Metalleffekt, Prägefolder mit Mauerprägung oder mit Holzstrukturprägung oder ihr nehmt Hintergrundstempel, zum Beispiel so geriffeltes Blech, gibt es ja alles. Das wäre mein Tipp für die Materialien. Und als fünften und letzten Tipp möchte ich euch sagen, wählt ja, männliche Themen aus, die da wären, ja, Grillen, Werkzeuge, Wandern, Adventure oder Natur. Ja, was kann man noch nehmen? Lass mich mal gucken. Getränke, Bier oder Wein.
Und natürlich Auto und Motorrad für die Schraube. Oder irgendwas Maritimes finde ich auch immer sehr schön für Männer. Ja, das waren meine 5 Tipps und ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen was erleichtern und etwas mit an die Hand geben für die Gestaltung eurer nächsten Männerkarte. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der Challenge. Würde mich freuen. Macht's erstmal gut. Tschüss.